Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Und ihr seht es schon im Hintergrund, es soll heute um die Wickelkommode gehen. Und zwar die Organisation der Wickelkommode. Und wie ihr auch seht, ich bin nicht zu Hause, sondern ich bin beim Team Tapia. Die haben mir nämlich ihre Wickelkommode quasi zur Verfügung gestellt. Und ich habe die hier jetzt einmal so eingerichtet, wie sie bei uns zu Hause auch eingerichtet war, als Marlene geboren ist. Und was ich einfach so als Vierfachmama immer im Alltag benötigt habe mit Baby. So, ihr Lieben, das ist jetzt der Wickeltisch, die Wickelkommode. Als erstes würde ich jetzt einfach mal durchgehen, was da so draufsteht auf dem Wickeltisch und wofür ich das benutzt habe oder gebraucht habe bei meinen Kindern. Aber ich muss als erstes einmal auf die Wickelkommode eingehen. Ich finde nämlich, die hat eine sehr angenehme Höhe. Man kann da gut dran stehen, man muss sich nicht nach vorne beugen zum Baby, sondern kann wirklich gerade daran stehen und das ist immer nicht verkehrt. Und tatsächlich ist das eine Wickelkommode von IKEA, die quasi umfunktioniert wurde. Also es ist eine normale Kommode und dafür wurde dann so ein Aufsatz gefertigt. Genauso eine hatten wir auch zu Hause, fand ich sehr angenehm. Angenehm und auch ja sehr kostengünstig, muss ich sagen, weil zum Teil sind die Wickelkommoden doch sehr teuer. So, als allererstes die Wickelauflage. Gut gepolstert, das finde ich immer total wichtig, dass die Kinder einfach bequem liegen. Es gibt ja verschiedene Wickelauflagen aus Stoff, aus Kunststoff. Das hier ist jetzt eine aus Kunststoff, genauso eine hatten wir auch zu Hause. Hier seht ihr das, die kann man schön abwischen. Aber ich finde es immer angenehm, etwas darüber zu ziehen. Entweder ein Spannbettlaken oder ein Handtuch drüber legen, Moltontuch, dass die Kinder einfach schön weich liegen. Und nicht nur auf dieser kühlen Wickelunterlage, das ist dann doch sehr unangenehm. Oder kann man sich ja selber vorstellen, dass es unangenehm ist. Und dann habe ich immer noch hier so ein Tuch hingelegt. Also entweder ein Handtuch oder eine Wickelunterlage, ein Moltontuch. Einfach, wenn man die Kinder hier wickelt und sie ohne Windel sind und dann doch mal Urin lassen oder Stuhlgang, dann kann man das einfach auswechseln und sie liegen wieder schön im Sauberen und im Trockenen. Genau, und dann würde ich sagen, arbeite ich mich jetzt einfach mal hier Reihe für Reihe durch. Also als erstes hier habe ich auch so Schüsselchen. Die gibt es ja von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Diese hier sind jetzt zum Beispiel auch von IKEA, kennen auch viele von euch. Ich fand die wahnsinnig praktisch bei unserem Wickeltisch. Hier so ein Schüsselchen, wo ich immer Wasser reingefüllt habe. Dann hatte ich hier noch ein Schüsselchen mit Waschlappen, einfach um den Po sauber zu machen. Wir haben zu Hause meistens Wasser benutzt, manchmal auch Feuchttücher, aber eigentlich in der Regel zu Hause Wasser. Manchmal habe ich hier ins Wasser noch ein bisschen Öl mit reingemacht. Das kann man machen, muss man aber nicht. Dann hier, weil ich immer zu faul war, ehrlich gesagt, ins Badezimmer zu rennen, das war mir zu umständlich. Und dann darf man das Baby ja auch nicht alleine auf dem Wickeltisch liegen lassen. Das heißt, man muss es mitnehmen oder jemand muss sich eben an den Wickeltisch stellen. Deswegen hatte ich hier immer eine Thermoskanne mit warmem Wasser, sodass ich immer das Mäuschen mit warmem Wasser wickeln konnte. Und natürlich sind sie dann auch ein bisschen ruhiger einfach, wenn es nicht so kühl ist beim Wickeln, also durch zum Beispiel kaltes Wasser. Dann hatte ich hier immer noch ein Eimer, auch von IKEA, und zwar für Wäsche. Da habe ich immer die Dreckwäsche direkt reingetan, die schmutzig geworden ist, und das fand ich auch super praktisch, vor allem, weil ich mich wegen nichts bücken musste, sondern das einfach hier so reinwerfen konnte. Und ihr seht, ich habe das alles rechts angebaut. Das liegt daran, dass ich Rechtshänder bin, sodass man quasi nicht übers Kind drüber greifen muss die ganze Zeit, sondern dass ich alles parat habe auf meiner rechten Seite. Genau, dann hier noch ein paar trockene Tücher, Kosmetiktücher, um die Leisten nachzutrocknen zum Beispiel. Oder wenn ich mal die Augen gesäubert habe, dann fand ich das immer sehr angenehm, hier so ein paar trockene Tücher noch zu haben. Und dann hatte ich hier noch so ein kleines Körbchen mit allem möglichen Stuff drin. Also ihr seht es ja schon. Zum Beispiel ein bisschen Heilwolle, falls der Popo wund ist. Dann hatte ich hier immer noch so Wattepads auch zum Nachtrocknen. Oder wenn es mal ein bisschen gröber war oder die Waschlappen alle waren, dann habe ich die auch genommen, um den Po zu säubern. Für den Fall der Fälle, dass es mal schnell gehen sollte, auch Feuchttücher. Dann ein bisschen Öl, das hatte ich ja gerade erzählt, habe ich manchmal mit reingemacht ins Wasser, um das Mäuschen zu säubern. Das ist jetzt zum Beispiel Mandelöl, kann man aber auch was anderes verwenden. Dann eine Wundschutzcreme, falls der Popo mal wund ist. Eine abgerundete Nagelschere, sobald es dann ans Nägelschneiden geht. Dann noch ein paar Wattestäbchen, also so Baby-Q-Tips. Nicht um die Ohren zu säubern, sondern wenn man zum Beispiel mal etwas auf dem Popo aufgetragen hat und das nicht mit den Fingern machen wollte, dann habe ich das manchmal mit so Q-Tips gemacht und auch für andere Dinge habe ich die verwendet. Dann noch ein bisschen Desinfektionsmittel für meine Hände und eine kleine Bürste. War am Anfang nicht so nötig, weil meine hatten nicht so viele Haare, ehrlich gesagt. So, dann hier Wärmelampe. Ganz, ganz wichtiges Utensil, finde ich, weil die Kinder einfach viel, viel ruhiger sind, wenn die Wickelauflage etwas vorgewärmt ist. Und ich fand es auch immer sehr angenehm, ehrlich gesagt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass meine deutlich entspannter waren, sobald diese Wärmelampe hier an war. Gibt es ja auch ganz viele verschiedene. Die hat jetzt zum Beispiel auch so eine Zwei-Stufen-Funktion. Und ja, fand ich wirklich sehr angenehm. Socken.
Ihr fragt euch vielleicht, warum ich Socken auf dem Wickeltisch habe. Ich finde, Babys verlieren ja immer Socken und deswegen hatte ich immer so eine Sockenbox auf dem Wickeltisch direkt, falls mal wieder eine Socke verloren gegangen ist in der Wohnung auf dem Weg zum Wickeltisch. Dann immer etwas, um das Mäuschen abzulenken. Also hier eine Spieluhr, das fand ich immer sehr angenehm. Da waren die Kinder dann auch meistens einfach ja ein bisschen abgelenkt und ich konnte sie wickeln oder umziehen, weil das ist ja auch manchmal nicht das Beliebteste. Dann hier noch so eine Puppe, die auch so ein bisschen Geräusche macht, so eine kleine Rassel. Spucktücher für den Fall, dass das Baby spuckt oder ich die auch beim Stillen brauche etc. Dann konnte ich mir die gleich mitnehmen und rüber aufs Sofa gehen oder natürlich auch hier als Unterlage, falls sie schmutzig geworden ist. Und auch ein Körnerkissen noch. Habe ich auch immer gerne genutzt, wenn die Babys Bauchweh hatten. Dann habe ich die warm gemacht und dann konnte man die super gut verwenden. Genau, um die auf den Bauch zu legen. Dann, was auch immer angenehm ist für Ablenkung, ist ein Mobile. Genau, das hier über dem Wickeltisch, da sind die Kinder auch abgelenkt, schauen immer nach oben, fangen so an, so ein bisschen zu fokussieren und das fand ich auch immer total schön. Und jetzt komme ich noch mal einmal zum Windeleimer. Ich hatte wirklich so einen ganz normalen Treteimer, nichts Besonderes. Treteimer war mir wichtig, dass ich mich nicht bücken muss und da habe ich die Windeln dann reingeschmissen und noch einen Wäscheeimer. Ich hatte euch ja gezeigt, dass hier oben so ein kleiner Wäscheeimer war. Das war eher so für die Wäsche, die vielleicht nicht ganz so schmutzig ist und hier unten immer noch mal ein großer Wäschekorb. Und jetzt kommen wir zu den Schubladen. Erste Schublade. Wer hätte es gedacht? Jede Menge Windeln. Also davon hatte ich immer einige zu Hause, auch in ein, zwei verschiedenen Größen. Falls, ja, das Mäuschen doch mal über Nacht gewachsen ist und man das Gefühl hat, nee, irgendwie passt die Windel nicht mehr. Also einige Windeln auf jeden Fall. Dann hatte ich immer noch mal so Einmalwaschlappen für den Fall der Fälle, dass meine Waschlappen alle sind. Hier noch mal so Ersatzkosmetiktücher zum Nachtrocknen der Leisten etc. Noch mal so ein paar Windelbeutel, falls die mal nötig sein müssen oder wirklich mal viel grober Schmutz zu entfernen. Das fand ich die manchmal auch ganz praktisch oder für unterwegs. Dann hier noch mal so Wattepads, die ich auch eben oben hatte zum Säubern des Popos. Feuchttücher, also Ersatzfeuchttücher. Und jetzt müssen wir hier mal ganz weit reinfilmen. Heilwolle in der Tupperdose nochmal extra verpackt. Ein Ersatzschnulli durfte hier auch immer nicht fehlen am Wickeltisch, falls sich doch mal die Unruhe bereit gemacht hat. Und hier habe ich nochmal so eine Schale mit ja, so Apothekenkram. Den hole ich euch jetzt mal raus, dass wir da einmal reinschauen können. Also als allererstes hier hinten ein Fieberthermometer für den Fall der Fälle, dass ich mal das Gefühl hatte, dass die Mäuse zu kühl oder zu warm sind. Dann Fieberzäpfchen, die ich vom Kinderarzt mitbekommen habe. Dann eine Kümmelsalbe, falls das Baby Bauchweh hat. Auch schön immer in Kombination mit dem Körnerkissen, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Dann ein Wunddesinfektionsmittel-Spray und hier nochmal so Augentropfen für den Fall der Fälle, dass die Augen so ein bisschen verklebt sind. Fand ich die auch manchmal ganz angenehm zu Hause zu haben. Und hier nochmal so Nasentropfen. Genau. Und das ist so der kleine Apothekenbox. Die kleine Apothekenbox, die ich immer am Wickeltisch habe. Und jetzt kommen wir zur zweiten Schublade. Und wer hätte es gedacht? Ganz, ganz viele Babyklamotten. Nein, so viele sind es gar nicht. Ich habe immer so ein bisschen darauf geachtet, dass ich gar nicht so viel zu Hause hatte, weil so super viel braucht man ja zu Beginn gar nicht. Und ich habe geschaut, dass ich hier so ein bisschen nach Größen sortiere. Anfangs hatte ich wirklich immer nur ein paar Sachen in 50, 56 und vielleicht noch was in 62. Und dann, wenn die Kinder wieder gewachsen sind, dann haben wir quasi aussortiert und dann ging das wieder von vorne los, 62, 68, 74. Und mein Mann hat sich zum Beispiel sehr gefreut über die Angaben der Größen, sodass er einfach schnell auch zugreifen konnte und wusste, hey, das ist die Größe. Genau, und zwar hier links Bodies. Ich habe immer gerne alles gerollt, fand ich am angenehmsten und auch am Platz sparendsten. Und ich muss sagen, ich finde auch diese Organizer total praktisch, weil man einfach alles übersichtlich griffbereit hat. Und ich hatte viele Wickelbodies. Also das sind, glaube ich, hier ausschließlich Wickelbodies, weil die meisten Kinder es lieber mögen, die anzuziehen. Viele mögen das ja nicht so, wenn etwas über den Kopf gezogen wird. Und ich finde die auch einfach vom Handling viel, viel angenehmer, auch für die Eltern, um den Babys quasi den Body oder auch den Strampler anzuziehen. Dann hier Spucktücher, wie gesagt, immer praktisch, wenn ich sie fürs Stillen oder fürs Fläschchenfüttern gebraucht habe oder auch als Auflage für die Wickelkommode. Dann hier Mützchen, auch kleine und große Mützchen, ein bisschen dickere und ein bisschen dünnere. Hier seht ihr auch zum Teil aus so einem Wolle-Seide-Stoff, aber auch so ein paar aus Jersey-Stoff, ein bisschen dünner, je nachdem, wie kalt es draußen war. Und dann hier Strampler. Bin ich ja ein großer Fan von. Meine Kids haben immer ganz, ganz viel Strampler getragen. Erstens, weil die super einfach sind zum Anziehen. Und
weil die Kinder sich gut da drin bewegen können. Ich fand es auch immer super gemütlich, muss ich sagen. Sie sind da schön warm drin und man hat nichts, was auf den Bauch drückt, Bauchweh machen könnte, einschneiden könnte oder irgendwie auch auf den Nabel drückt, wenn dieser gerade noch im Heilungsprozess ist. Auch hier in Größe 50 und in Größe 56. Und zum Teil habe ich die dann auch aufgeteilt in ein bisschen dickere Strampler und weniger dicke. Hier seht ihr das auch. Die habe ich nach oben sortiert mit den Füßchen. Also diese hier haben zum Beispiel Füßchen und dieser hier hinten hat zum Beispiel keine Füßchen. Und dann noch Schlafsäcke. Hatte ich eigentlich immer nur zwei, ehrlich gesagt, in einer Größe, weil die, also man braucht sie jede Nacht, aber wenn dann einer schmutzig geworden ist, dann habe ich den einen gewaschen, hatte den anderen noch als Ersatz und dann war das völlig ausreichend und die wachsen natürlich auch so schnell da raus. Und ich finde, die Schlafsäcke sind ja auch immer relativ teuer. Deswegen hatte ich eigentlich immer zwei pro Größe nur. Und jetzt kommen wir zur nächsten Schublade. Das ist die dritte Schublade und das war auch immer so ein bisschen so eine Schublade für mich. Ich hatte da nämlich immer so mein Stillzubehör drin, auch griffbereit. Also ich hatte da so Wärme- und Kühlpacks drin, wenn ich einfach die Brust mal durchwärmen wollte oder so das Gefühl hatte, oh, es kommt so ein Anflug von Milchstau. Dann hatte ich hier immer verschiedene Stilleinlagen drin. Einmal Stilleinlagen, hier auch nochmal welche und da auch nochmal welche. Ich habe immer gerne so ein bisschen rumprobiert und geguckt, welche ich jetzt gerade besonders gut finde. Auch so Wolle-Seide-Stilleinlagen seht ihr hier hinten, die fand ich manchmal auch ganz angenehm, wenn wunde Brustwarzen da waren. Dann so kühlende Kompressen für den Fall der Fälle, dass ich die gebraucht habe und Silberhütchen. Damit habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht. Die hatte ich auch immer dabei. Dann ein bisschen Brustwarzensalbe hier hinten und Muttermilchbeutel, wenn ich mal Milch abgepumpt habe und aufbewahren wollte. Genau, das war so ein bisschen mein Stillequipment, was ich hier am Wickeltisch hatte. Dann einfach so ein paar Decken immer fürs Baby, ein bisschen dünnere, ein bisschen dickere, je nachdem, wie man die Kinder mal einschlagen kann. Dann hier hinten noch ein Spannbettlaken fürs Anstellbettchen und auch Badehandtuch darunter mit Kapuze, finde ich auch immer total schön. Und dann habe ich hier nochmal so einen Wickelorganizer, also so einen To-Go-Wickelorganizer quasi für unterwegs. So ihr Lieben, das war meine Wickelkommode und meine Organisation, aber wie gesagt, das ist ja sehr individuell und deswegen würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, was auf eurer Wickelkommode auf gar keinen Fall fehlen durfte. Schreibt es unbedingt in die Kommentare und schaut auch nochmal in dieses Video vorbei zum Thema Kliniktasche packen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder, ihr Lieben.